Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir sind hinter schwedischen Gardinen, wir sind im Kittchen, wir sind eingekerkert worden von dem selbsternannten König Dalton, der sich gedacht hat, Mensch, die Welt ist zugrunde gerichtet worden von Lavos, die Eiskönigin höchstwahrscheinlich gestorben, da ergreife ich doch mal die Chance und greife nach der Macht und das hat er getan und was für ein Style er auch hat als König, ich muss schon sagen, ich würde ihm normalerweise sehr gerne huldigen, aber unsere tapferen Recken hier haben sich gewehrt, wurden dementsprechend eingesperrt und wir hoffen doch mal, dass wir hier einigermaßen gut wieder rauskommen. Chrono ist irgendwie verschwunden nach der Geschichte mit Lavos. Der hat irgendwie sein Amulett benutzt und dann war er auf einmal weg. Wir wissen nicht, wo er ist. Dann haben wir noch festgestellt, dass Margus anscheinend gar nicht so böse ist, wobei wir das noch nicht hundertprozentig bestätigen konnten. Immerhin dürfen wir nicht vergessen, dass Margus unseren Froschkumpan erst in einen Frosch verwandelt hat. Und das, was er alles vorher gemacht hat, das ist ja nicht alles sofort vergessen. Hätte Hitler damals irgendwie nach 10 Jahren Judenvernichtung gesagt, ah ja, jetzt pflanze ich jetzt lieber doch Bäume und streiche Blümchen, hätten auch nicht alle gesagt, naja gut, er hat sich ja geändert, ist jetzt alles wieder gut. Von daher, so einfach ist das nicht. So, haben sie verdient, ohne Waffen sind sie machtlos. Ja, das ist, wohl wahr. Oh, es geht aufwärts. Der Himmel? Dann sind wir... Holy moly. Im Düstervogel? Wir sind im Düstervogel. Der wurde konstruiert von Daniel Düsentrieb. Ich bin so lustig. Ja, könnte man mich eventuell rausholen? Holt mich hier raus. Ich bin ein YouTuber. Hä? Ein Luftkanal. Ui. Ich wollte eigentlich auch sagen, ich bin ein Let's Player. Heutzutage ist man ja auch als Let's Player total Dingenskirchen, total Fame und so. Wir können das Unterdeck von hier aus auskundschaften. Okay, wir dürfen nicht vergessen, wir haben keine Waffen. Das heißt, wenn wir jetzt in Gegner rennen, haben wir ein Problem. Mit bloßen Fäusten kann nur die Schnabel gut zuhauen. Mann, ist das hier duster. Sie haben meine eigene Hand vor Augen nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich hin soll, ne? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Hallo, na? Hey, ihr da! Nicht im Ernst. Na gut, wir haben immer noch unsere Magie. Wobei, sie kann ja auch normal attackieren, ne? Schnabel kann das doch, oder? Die ist auch relativ stark dabei. Ja, guck mal. Und die Gegner sind dementsprechend natürlich dann auch schwach. Ach, nur Schnabel kann jetzt angreifen? Das ist aber ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob das... Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt nicht Schnabel mitgenommen. Was hätte ich denn dann gemacht? Dann hätte ich ja im Grunde genommen mich direkt einsagen können. Vielleicht ist das sogar Sinn und Zweck der Sache, dass man Schnabel mitnimmt. Alarm, Alarm! Aber wo ich ja gerade das Thema aufgegriffen habe, von wegen, ich bin ein Star, beziehungsweise Let's Player holt mich hier raus, ne? Ist ja heutzutage wirklich so, dass einige Let's Player richtige Stars sind. Ah, Lukas Ausrüstung zurückgehalten. Jetzt müssen wir uns nach und nach unsere Ausrüstung wiederholen, okay. Ich würde das gar nicht wollen. Ich meine, ein Gronkh, der kann ja kaum noch vor die Tür gehen, ohne dass er nicht erkannt wird. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ne? So ein bisschen bekannter sein und so, das, da hätte ich schon Bock drauf, so eine größere Gruppe an Leuten zu erreichen mit meinen Videos. Da hätte ich schon Spaß dran. Da könnt ihr mir übrigens auch helfen. Ne? Das machen die wenigsten, muss man ganz ehrlich sagen. Das nehme ich jetzt auch niemandem übel. Aber wenn euch meine Videos jetzt wirklich gefallen und ihr sagt, Mensch, der hat echt mehr verdient, kann ja sein, dass ihr das sagt, vielleicht sagt ihr das auch nicht, dann könnt ihr mir nur helfen, wenn ihr meine Videos weiterempfehlt an Freunde, Bekannte, wenn ihr das auf Twitter, Facebook oder was weiß ich, Facebook habe ich nicht mehr, auf Twitter verbreitet oder meinetwegen auch auf Facebook, könnt ihr ja selber dann machen. Je nachdem, wenn ihr Bock dazu habt, würde mich das sehr freuen. Ich möchte euch natürlich nicht dazu zwingen, in Anführungsstrichen. Das müsst ihr wissen. Okay, ich kann da einfach dran vorbei. Die sind ein bisschen blind, ne? Aber die haben auch Masken auf. Ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man eine Wache ist, dass man eine Sichtblende trägt. Da ist noch wieder, da sind noch mehr Ausrüstungsgegenstände. Sehr gut. Sonst hoffe ich einfach mal, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin. Klatscher, das ist ja auch... Würde mich auch mal interessieren, ne? Wer von meinen Zuschauern, der dieses Projekt überhaupt noch verfolgt... Das machen ja nicht mehr so viele. Aber wer von euch Let's Playt dann selber? Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Lorena Zorro selber Let's Playt. Grüß dich. Das weiß ich. Der hat auch so Japan-Videos gemacht. Du warst in Japan, habe ich gesehen.
Wo ich richtig neidisch. Ja, ich habe das zum Teil tatsächlich gesehen. Kannst dir was drauf einbilden? Nee, fand ich sehr interessant. Du bist ja auch anscheinend ein großer One Piece-Fan, da ist das natürlich auch ziemlich geil. Und dann weiß ich The Black Flasher damals, aber ich glaube, der guckt das Projekt nicht. Und sonst glaube ich, weiß ich jetzt nicht, wer noch. Aber wir haben unsere Sachen. Nee, wir wollen natürlich unsere kompletten Sachen haben. Dann müssen wir uns hier weiter durch. Dingsen. So, ich trinke mal meine Mezzo-Mix. Ist aber die Zero-Variante. Nicht, dass jetzt Süßstoff besonders gesund wäre, im Gegensatz zu Zucker. Aber es hat zumindest nicht diese bösen Kalorien, die dafür sorgen, dass du Speck bekommst. Und ja, ich weiß, es gibt Studien, dass Süßstoff auch dick macht. So von wegen, weil es ja auch in der Schweinezucht verwendet wird und man kriegt Heißhunger. Ja, aber Heißhunger macht ja nur dick, wenn du dem auch nachkommst. Wenn ich danach jetzt nicht anfange, wie ein Scheunendrescher zu essen, dann werde ich auch nicht dicker. So, das ist auf jeden Fall hier wieder eine komische Konstruktion in diesem düster Vogel. Was hat dieser Dalton nur vor? Was ist das für ein Kasper? Für ein Kasper? Oh, da will ich rein. Da ist bestimmt was drin. Hey, ihr da! Ja, was ist denn los? Chill mal dein Leben, ja? Ich tu dir doch nichts. Und ich frage mich ja, wo Chrono abgeblieben ist. Es könnte ja durchaus auch sein, dass Dalton ihn schon längst gefangen genommen hat. Ne? Dass der schon längst oder schon längere Zeit... Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ne, dann gehen wir wieder runter. Ja, es ist halt ein Irrgarten hier, ne? Du weißt nicht genau, wo du hin sollst. Soll ich da hin? Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ihr wortkargen Burschen, die allesamt dasselbe erzählen. Klatscher. Ich klatsch euch eine, Freunde der Sonne. Wobei, das sind keine Freunde der Sonne. Ich mag sie nicht. Das sind höchstens Freunde der Nacht. Übrigens ist das auch so ein Ausspruch, den ich schon bei einigen Let's Playern gesehen habe. Freunde der Nacht. Ah, so. Meine normalen Ausrüstungsgegenstände habe ich immerhin schon mal. Aber ich brauche ja echt nochmal die Sachen von Frog. Und ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hin soll. Das ist schlecht. Da war ich offensichtlich schon drin. Ja. Also zumindest spawnen die Gegner nicht nochmal neu. Zumindest ist das jetzt momentan gerade so, wenn ich das richtig empfinde. Wenn ich das richtig sehe. Nennen wir eine Maschine doch einfach Byte. Ist auch ein toller, kreativer Name. Gut, es wäre aber gar nicht so schlimm gewesen, hätte ich jetzt Schnabel nicht von Anfang an dabei gehabt. Man kann sich ja auch, wenn man ein bisschen geschickt sich anstellt, daran vorbeisneaken und seine Ausrüstungsgegenstände bekommen, ohne in einen Kampf verwickelt zu werden. Das geht schon. Die Frage ist nur, wie einfach oder schwer das Ganze ist. Och Mann, ja, wir da. Hey, du da. Vor mir fährt ein kleines Mädchen. Nee, kleines Mädchen war das nicht. Ein junges Mädchen, oder? Ach Gott, ich weiß das nicht. Liedertexte sind nicht so meins. Ich kann mir Liedertexte nie merken. Ich bin ja sowieso musikalisch, was Musik anbelangt, da höre ich immer alles querbeet. Also ich habe schon so Bands, die ich ganz gut finde, das muss man schon sagen. Das habe ich aber auch, glaube ich, hier schon mal erzählt alles. Deswegen werde ich das nicht nochmal wiederholen. Ich werde einen Teufel tun. Hört mir gefälligst zu und merkt euch alles. Sammelt alle Informationen über mich, die ihr kriegen könnt und macht für ein Buch oder so. Oh, da, guck mal. Die stehen im Kreis, die drei. Wie konspirativ. Was haben die nur vor? Das ist ja fast schon kriminell. Ich meine, Dalton ist ja nicht ganz dumm gewesen. Er hätte ja auch einfach alle Ausrüstungsgegenstände in einen gottverdammten Raum packen können. Nein, er hat sich schön verteilt und uns auf diese Schnitzeljagd geschickt. Ja, schon ein bisschen gemein, aber was soll man machen? Wobei, Schnabelsachen haben wir ja auch noch nicht, ne? Geld zurückgehalten. Jetzt müssen wir echt hier Schnitzeljagd machen und alles Stück für Stück. Oh man. Da war ich auch noch nicht drin. Ist ja gar kein Problem. Prison Break für Arme. Übrigens hasse ich die Serie Prison Break. Wie hieß denn noch der Hauptdarsteller? Scorfield oder so? Tut mir leid, das ist für mich kein Schauspieler. Das ist eine... Ich gucke die ganze Zeit weinerlich in die Kamera... Typ. Frauen stehen wahrscheinlich drauf, wobei ich glaube... dass der schwul war. War da nicht irgendwie was? Naja, wie auch immer. Ich finde die Serie furchtbar. Ich finde die total überbewertet. Ah, Mann. Scheiße. Hier war ich doch schon. Wo soll ich denn hin? Wo kann ich denn hin? Ich gehe jetzt mal weiter runter. Da war ich auf jeden Fall noch nicht. Ist hier was? Hier ist was.
Oh mein Gott. Hoho, das ist aber gut bewacht hier. Das sind ganz schön viele böse Buben. Ding! Aber ich finde das so blöd, wenn sie mit ihrem blöden Hammer mal ausholt. Der macht nämlich deutlich weniger Schaden, als wenn sie einfach ihre Schusskapazität benutzt. Aber wahrscheinlich macht das aus der nahen Umgebung nicht wirklich viel Sinn. Wobei, wenn ich mit einer Pistole, ob ich jetzt nah oder von der Ferne schieße, ich meine, die Durchschlagkraft wird bei beiden ziemlich hoch sein, der Gegner. Eine gute Spiellogik. Vielleicht will sie auch keine Munition verschwenden. Nicht, dass ich Munition brauchen würde. Sie macht ja meistens so komische futuristische Plasma-Waffen oder sowas. Da brauche ich ja nicht unbedingt Munition für. Aber naja. Wollen wir uns mal nicht hier an der Spiellogik aufhalten, denn Spiellogik, das ist immer so eine Sache für sich. Da kann man stundenlang, jahrelang, wochenlang, jahrzehntelang drüber philosophieren. Es bringt einem nichts. Ich weiß nicht, ob ich daher kam. Ich gehe aber lieber nochmal links gucken. Und da ist auch noch ein Raum. Und da ist auch noch eine Kiste. Na, es geht doch. Langsam aber sicher kommen wir zum Ziel. Ja, und es ist auf jeden Fall heute Samstag. Und echt, das ist wieder so ein typisches Langeweile-Wochenende. Es steht absolut gar nichts an. Ich werde morgen kurz zur Familie fahren. Also am Sonntag. Schnabel, jetzt brauche ich noch Frocks-Sachen, da müsste ich alles haben. Das ist auch alles, was ich vorhabe, ne? Sonst werde ich, glaube ich, den Tag über aufnehmen. Ich habe irgendwie schon Lust dazu, aufzunehmen. Den ganzen Tag wahrscheinlich nicht. Also damals zu meinen Anfangszeiten als Let's Player, boah, da habe ich teilweise den ganzen Tag aufgenommen. Da war ich motiviert bis in die Haarspitzen. Das war phänomenal. Werde noch ein bisschen Supernatural weitergucken, also ein bisschen Netflixen. Also Netflix enttäuscht mich auf jeden Fall nicht. Ne? Immer wenn ich denke, ich habe gerade eine Serie beendet, weil da brauche ich auch einige Zeit für, kommen wieder zwei neue Serien, die mich interessieren. Also das Abo lohnt sich auf jeden Fall. Also da kann ich nicht meckern. Ich weiß nicht, wo ich hin soll und wo ich schon war. War ich hier oder war ich hier nicht? Hier war ich schon. Oh Mann, ich rede jetzt die ganze Zeit in diesem komischen Tonfall, damit ich euch voll auf den Geist gehe. Das findet ihr doch auch so geil wie ich, oder? So, jetzt gehe ich hier hoch und jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt gehe ich wieder runter, weil ich voll der Lustige bin. Hier sind auch Ratten. Ich hasse Ratten. Oh mein Gott. Wobei, ich habe eigentlich nicht wirklich was gegen Ratten. Es ist ein bisschen ungerechtfertigt, den Ratten gegenüber zu sagen, dass ich Ratten hasse. Leben und leben lassen. Ich meine, die Ratten wollen ja auch nur leben, nicht wahr? Im Grunde tun mir Ratten ja auch nichts. Sind ja nette Viecher. Ne? Haben ja auch viele als Haustier, Ratten. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt besorgen. Ich habe sowieso überlegt, Haustier, habe ich auch schon mal drüber geredet. Ne? Aber Hamster kommt ja, wieder gesagt, nicht in Frage. Die sind mir einfach zu kurzlebig. Da habe ich einen Hamster und hänge dann voll an dem und kuschel und mache und so und freue mich voll, dass ich einen Hamster habe. Und 2 Jahren ist er schon wieder tot. Das würde ich jetzt schon eher suboptimal finden. Deswegen. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ich gehe einfach mal da lang. Bin ja ansonsten ein richtiger Tierfreund, kann man schon sagen. Bin ich. Geh mal ganz hoch. Komme ich gar nicht runter. Oh. Eine Magiepille, ne? Was man so empfindet hier in irgendwelchen Lüftungsschächten. Das wusste schon Gordon Freeman, deswegen ist er auch in Half-Life in ganz vielen Lüftungsschächten durch die Gegend. Da gibt es auch einen Zuschauer, den ich habe, der immer will, dass ich Half-Life spiele. Ja, sorry, den ersten habe ich ja schon Let's Played und ich könnte maximal noch Blue Shift oder Opposite Force spielen, aber seit 2 Jahren wird mit Aufnahme nicht laufen. Ich erinnere euch daran, meine Aufnahme... Oh, ist ja süß. Meine Aufnahmekapazitäten sind beschränkt durch diesen schlechten Rechner, an dem ich hier gerade sitze. Oh, jetzt habe ich alle meine Ausrüstungsgegenstände. Und aus Genugtuung werden wir ihn aus seinem Dornröschenschlaf wecken und besiegen, weil ich einfach blutdürstig bin. Ich möchte unschuldige Klatscher, die schlafen, einfach töten. Das ist bestialisch, das ist gemein, das ist ein bisschen hinterhältig. Das ist mir aber auch egal. Oh, Doppeltechnik. Ach so, ja, weil ich Schnabel jetzt dabei habe und die habe ich normalerweise nie dabei. Deswegen kriegt ihr auch alle Nase lang irgendwelche Level-Ups. So, jetzt können wir eigentlich dahin, wo wir hinwollen. Ist das gutes Deutsch? Wenn ich jetzt natürlich nochmal den Ort finde, wo ich hin will. Denn da will ich hin. Wir wollen natürlich Dalton zur Rechenschaft ziehen. Vielleicht traut er sich ja endlich mal selber gegen uns zu kämpfen. Bisher ist es ja so gewesen, dass er mir irgendwelche anderen Burschen geschickt hat. War ein bisschen feige, muss man sagen, aber
Wenn man nun mal nichts auf dem Kasten hat, dann muss man halt seine Henchmänner schicken. Das ist ja ganz selbstverständlich. Das kann ich ihm auch nicht wirklich übel nehmen. Wartet mal ganz kurz. Ich merke übrigens, es wird kälter. Es könnte sein, dass ich bald eine Erkältung bekomme. Ich spüre irgendwie, dass da was im Kommen ist. Ich spüle es in meine Länder. Ich bin ein Chinese. Und damit möchte ich niemanden diskriminieren. Indem ich das mache, aber die... Oh ja, jetzt zeigt auch nicht mehr an, dass ich keine Ausrüstungsgegenstände mehr habe. Na, Matto. So, und den muss ich jetzt trotzdem erstmal vorbei. Ich muss jetzt nicht unbedingt jetzt hier... Ich werde hier weggeweht fast. Etwas zieht herauf. Ach nö. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Er. Chef Golem? Ups! Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Ich hätte mich heilen sollen wahrscheinlich. Ach fuck, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt dieser komische Typ da kommt. Okay. Heilung. Frock. Ah, ohne Krone vor allem. Wie gemein ist das denn? Wo ist denn heilen? Und du machst denn mal... Mach mal den Flammkick. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich probiere es einfach mal aus. Ich habe die Schnabel ja nicht so oft im Team. Das erhöht übrigens auch den Wiederspielwert, ne? Dass man einfach mal andere Charaktere ins Team mitnimmt, mit denen man dann die Abenteuer hier bestreitet. Oh, das macht aber ganz schön viel Damage. Das ist gut. Chef Golem 3. Der pumpt sich irgendwie auf, der Typ. Egal, dann greife ich erstmal an, weil noch macht er mir ja nicht ernsthaft viel Schaden. Dass ich erstmal ein bisschen Damage ziehe. Ein bisschen den Damage-Dealer raushängen lasse. Wow. Chef Golem 1. Oh, ich glaube, ich habe das Gefühl, der explodiert gleich in eine riesige, eklige Flammkick nochmal. Das Heilen war jetzt totale Verschwendung, aber ich hatte halt gedacht, dass er jetzt schon angreift. Ich wusste es nicht besser. Naja, egal. Das sieht auch voll lustig aus, wie die Schnabel durch die Luft geschleudert wird. Also wenn du zugucken solltest, liebe Schnabeltassenmaus, weißt du Bescheid. Aber mach halt Wurfbeben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ihre tollen Attacken so sind. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Puff. Ja, die macht schon Damage, dafür, dass sie eigentlich vom Level her total niedrig ist. Mach mal Fackel, habe ich noch gar nicht gemacht. Um uns mal ein paar neue Attacken anzuschauen. Oh, sieht ja schon... Kann man machen. Oh, 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 hübsch. Und effektiv, alter Verwalter. Der macht ja überhaupt nichts. Ich meine, der macht überhaupt nichts. Dann kann ich auch angreifen. Ich meine, der lädt sich irgendwie komischerweise die ganze Zeit nur auf und hat bisher noch nicht einmal attackiert. Ist schon ein bisschen schwach. Oder nicht? Oder bin ich jetzt gerade... Wahrscheinlich bin ich jetzt ganz umsonst enttäuscht. Gleich macht er die Mega-Attacke, die 1000 Damage zieht und dann werde ich heulen. Dann werde ich heulen, zusammengekauert in der Ecke liegen. Und keiner kann mir helfen. Ich check das nicht. Ich check das nicht. Machen wir mal Kraft 2. Machen wir ihn mal ein bisschen... Pumpen wir ihn mal ein bisschen auf. Ich glaube, das ist doch aufpumpen, ne? Dass ich irgendwie stärker bin oder so. Nee, dadurch kriege ich AP oder HP. Das wusste ich nicht. Okay. Mach mal Katzkratz, komm. Klingt auf jeden Fall, ne? Das ist eine typische Frauentechnik wegen Kratzen und so. Die ganzen Feministen schreien jetzt auf. Wie hat er das jetzt wirklich gesagt? Es tut mir leid da draußen. Ich bin für Gleichberechtigung. Absolut. Kann ich nicht anders sagen. Mal Wasser. Ich meine Golem Wasser. Das könnte ja funktionuckeln. Nö. Nicht so wirklich. Unmöglich, habe Angst. Also irgendwie ist da was nicht richtig. Ich brauche mal hier... Äther. Gib ihm mal Äther. Und... Ach, mach einen Drehsprung, keine Ahnung. Und du machst nochmal Fackel, weil das war schon eine schöne Attacke. Ich glaube, diese Delta-Attacke kann ich gar nicht machen mit den drei. Ich hasse große Höhen. Ja, Chef Golem. Das tut mir aber leid, dass du dann noch diesem Flugschiff bist. Das ist eher suboptimal, würde ich sagen. Also, was war das denn? Das war doch kein Bosskampf.
Puh. Fertig, ich habe es geschafft. Das ist so geil, der Typ. Ich finde den so krass irgendwie mit seinem, oh mein Gott, seinen scheiß langen blonden Haaren. Ah, wie so ein 80er-Jahre-Bösewicht. Seht dieses schöne Schiff. Das ist eines Königs würdig. Ich nenne es nun. Die Aero-Dolten-Majestase. Und sie werden meine ersten Opfer sein. Aero-Dolten-Majestase. Bereit zum Angriff. Nein. Funktioniert nicht, wa? Stopp diese Musik. Das klingt besser. Ja. Fertig zum Abflug. Wie auch immer sein Umhang wallt, auch wenn gar kein Wind vorhanden ist in geschlossenen Räumen. Es ist egal. Die Aero Dolten Majestase. Houston, wir haben kein Problem. Ja, nee. Ist klar, Dolten. Weißt du Bescheid. Dein Golem ist übrigens tot, ne? War nicht so schwer. Seht! Das ist wieder Spaß am Spiel. Epoch fliegen? Epoch fliegt? Es ist nicht Epoch! Es ist die Aero-Dolten-Majestase! Ihr seid Übergepäck! Macht es wieder Wind und weht hinfort! Oh, ich wusste gar nicht, dass unser Schiff angreifen kann. Wie kleine Insekten kommt ihr mir vor. Da. Wiedersehen. Ihr. Ach scheiße, jetzt muss ich doch noch gegen den kämpfen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt doch noch kämpfen muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er denn besonders stark ist. Weil wenn zwei Kämpfe ineinander kommen... Und ich habe Chrono nicht dabei. Das dürft ihr nicht vergessen, ne? Chrono ist nun mal der Beste. Der hoffentlich auch irgendwann wiederkommt. Stell dir mal vor, der kommt nie wieder. Ich bin voll traurig. Oh, ich brauche Ether wieder. Die Attacke Fackel benutzt sau viel. Aber dafür ist sie natürlich auch saumächtig. Und deswegen ist sie so saugeil. Und ich mag Wurfbeben. Das Geile am Wurfbeben ist halt... dass der Dolten in die Luft geschleudert wird und das verschafft mir eine gewisse Genugtuung. Auch wenn ich ihn eigentlich, ich mag ihn eigentlich total gerne, den Dolten, ne? Ich will dem eigentlich auch gar nichts Böses. Ich würde den eigentlich gerne in meinem Team haben. Man braucht so einen größenwahnsinnigen, machtbesessenen Freak einfach. Der gehört einfach, das gehört zum guten Ton dazu. Das macht Spaß, das macht Freude. Das will man haben. Aber leider glaube ich nicht, dass ich ihn auf die gute Seite der Macht ziehen kann. Er ist, glaube ich, schon von der dunklen Macht verdorben worden. Milo, Chef Golem, den habe ich doch umgebracht. Hä? Er ist so ein Trottel, echt. Er ist so eine Lachnummer und das macht's. Ja. Das war's schon. Also da bin ich jetzt wirklich ein bisschen sehr enttäuscht. Ne? So ein bisschen mehr hätten die Entwickler ruhig mal raufhauen können, ne? Ne, also, ich beschwere mich ja immer, ne? Also, entweder sind die Kämpfe zu schwer oder zu leicht, ne? So Mittelweg gibt's für mich nicht. Ich sehe nur schwarz und nur weiß. Ist Epoch okay? Ah, oh, dieser gemeine Dieb. Epoch okay? Dringender ist, ob er die Steuerung geändert hat. Wofür ist dieser Schalter? Warum lacht die Schnabelmaus die ganze Zeit hysterisch im Hintergrund? Man weiß es bei ihr nicht so genau. Ist halt eine Frau, ne? So, passiert jetzt noch irgendwas? Ich glaube, die machen da gerade das Schiff heil und ich warte einfach mal. Unser Frosch stöpft und ich kann mich auch nicht bewegen. Schnabeltassenmaus, die lacht die ganze Zeit hysterisch und Luca ist da hoffentlich gerade am werkeln. Oh, ich musste doch irgendwas drücken. Ups. Das zahlt meine Versicherung. Gut, dann versuch den X-Knopf. Okay. Ups. Jawohl, Dolten bekam, was er verdient hat. Oh, dieses Schiff kann fliegen.
Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Boah, jetzt verstehe ich. Fantastisch, wir verdanken ihm sogar einiges. Epoch in gutem Zustand, Epoch Vogel geworden. Epoch musste ohnehin überarbeitet werden. Ja, danke Dalton, ne? Hast unser Schiff geupgradet. Finde ich nett von dir. Das richtige Schätzchen der Dalton. Tot oder lebendig, wir werden Chrono finden. Einer für alle, alle für einen. Das finde ich jetzt schön. So, jetzt frage ich mich natürlich, wo kann er sein? Wir gehen nochmal ins Dorf. Reden hier mit dem hiesigen Dorfpöbel. Oh, der hat jetzt auch Waffen. Pass auf, was ist das denn? Schallpfeile interessieren nur Dingenskirchen. Sie hat schon einen anscheinend. Kaiserarm wäre für Robo ganz interessant. Runklinge hat er schon. Brauche ich eigentlich nicht ewig Panzer. Das ist gut. Das ist geil. Machen wir mal 3. 2. Oh. Bin ich pleite. Na, so schnell geht das. Aber dafür habe ich jetzt voll das geile Equip. Ne? Das ist hier T9 Equip. Oder wie war das noch bei World of Warcraft? Oh Gott, das ist so lang her. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich könnte natürlich auch was verkaufen, aber... So, ich werde auch mal die Schnabel bei mir behalten. Weil... Baumkuchen, ich weiß auch nicht so genau. Sagen die jetzt noch irgendwas zur Aktion an sich? Oder sind die jetzt immer noch in ihren selben Dialogen? Ein paar erleuchtete? Ne. Okay, da hat sich nichts geändert im Text. Aber mit dem Ältesten werde ich auf jeden Fall nochmal reden. Der war ja... Oh, speichern ist auch nicht schlecht. Wollen wir machen. Und auch mal eine Unterkunft uns reinzwirbeln. Ne. Zack. Dann sind wir wieder fresh. Haben wir schnell mal uns eine Milchschnitte reingezogen. Boah, ich mag ja mittlerweile keine Milchschnitten mehr, ne? Aber ich stehe total auf Kinder Country. Naja. Der Guru der Zeit hat mir diesen jungen Baum. Was mache ich damit? Ja, verbrennen! Ich will die Welt in Flammen sehen! Nein, pflanzen. Mit Hoffnung natürlich. Also gut, ich kümmere mich darum. Wer weiß, vielleicht wird er eines Tages unsere Umwelt retten. Ja, vielleicht auch nicht. Nutze den Tag. Oh, guck mal, die kenne ich noch gar nicht. Guck mal. Tschüss! Ein Kätzchen. Das ist doch das Kätzchen von Dingenskirchen, von Janus. Hurra, hurra! Ein Fremder, der nach jemandem sucht, ist hier durchgekommen. Niemand hatte die Person je gesehen, die nach euch suchte. War er ein Freund? Wie schön, dass ihr alle wohl auf seid. Langsam geht es wieder. Wir müssen ganz von vorn anfangen. Okay, hier gibt's für mich anscheinend nichts mehr zu tun. Dann würde ich vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge uns auf die Suche nach Chrono machen. Bis dahin, alles Gute. Euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Koski.